Servus Henrik. Ach, servus Michi. Ja, und servus mal wieder bei Henriks Werkstatt. Weißt du was, dann baue ich die Koffer noch gar nicht dran. Ich wollte die nämlich, eigentlich wollte ich die jetzt schon fertig machen. Aber tatsächlich ist das, was ich heute gemacht habe, bei dem, Eimer so geil, das will ich euch nicht vorenthalten. Ihr erinnert euch an die Fat Bob, die mit den Wilbur-Stampfern und den Avon-Reifen? Ja, das ist ein Kollege von ihm, ein ganz guter Spätzel. Der fährt hier dieses Street Glide, 2019er Modell. Ganz geil, ich glaube, die habe ich schon mal in einem anderen Video gehabt, weil da habe ich, glaube ich, dann Reifen montiert oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, warum der Eimer da ist. Erstens mal, er hat von seinen Spätzeln hat der einen Lenker geschenkt bekommen, einen geilen Ape. Ganz ehrlich, der ist von der Länge her perfekt. Der ist von der Höhe ideal. Schau mal von der Seite, weil es echt perfekt. 90 Grad ist meiner Meinung nach zum Fahren das Beste, was es gibt. Weil deine Arme, wenn sie hier oben sind, schlafen dir ein, weil das Blut nach unten läuft. Außerdem, du hast nicht die Kontrolle drüber. Deswegen, die Höhe ist so scheißgeil, dass alles zu spät ist. Was der Riesenvorteil ist beim 2019er, also beim Canbus-Modell, brauchst du, das ist jetzt glaube ich ein 14 Zoll, brauchst du nichts verlängern. Überragend geil. Da gehst du ganz einfach her, musst ein paar Leitungen und ein paar Kabel ausklipsen, klar, weil die ja ein bisschen länger, und ich habe sie halt jetzt alle in den Lenker reingelegt, dann wird es ein bisschen eng, aber ihr müsst nichts verlängern. Schweinegeil, ihr könnt das Teil viel geiler fahren mit so einem Ape. Das ist aber nicht der Grund, warum sie da ist. Also der Hauptgrund. Deshalb habe ich hier bei der Wilbur's Gabelfedern verbaut. Genau das gleiche wie bei dem anderen. Allerdings sind es in dem Fall sind es ja keine, ist ja keine Upside-Down-Gabel, so wie der Fat Bob, sondern eine ganz herkömmliche. Und bei der war es ziemlich cool zu lösen. Muss es im Endeffekt, ich habe sie gleich drin gelassen, musst nur einen Lenker und alles wegbauen, damit du oben an die große Hauptmutter kommst. Die löst du unter Spannung, papuff, fliegt dir die Feder daher. Ich habe jetzt das Öl nicht abgelassen, ich habe es ausgesaugt. Aus dem Grund, weil es ganz gut ging. Du musst dann später noch mit Bremsenreiniger durchspülen, damit wirklich alle Reste vom alten Öl raus sind und dann gescheit auslüften lassen. Dann kommt das Öl rein, wieder mit Lüftspiel, vorher entlüften, bla bla bla. So wie bei dem anderen Video. Nur ein bisschen, noch ein bisschen entspannter. Cool. Was aber das Hauptgrundthema ist, was auch, warum er hier ist, und zwar gibt es für die Tourer-Maschinen bei Harley, gibt es von Wilbur's das LDC Nivomat. Das ist mit ZF zusammen eine Eigenentwicklung. Das ist absolut geil, das ist so cool. Du hast ein herkömmliches Federbein, das ist ganz normal. Und dann hast du hier auf der anderen Seite, original, ist auch eins, wo du den Druck einstellen kannst mit Sozia-Betrieb und so weiter. Ja, aber das hier ist das mit Abstand geilste. Du hast keinerlei Verbindung zu irgendwie Luft oder Elektrik oder sonst irgendwas, sondern nur, es ist so, du stellst es einmal auf dich ein. Wenn du dich drauf hockst, senkt sich das 20 mm ab, so wie es immer ist. Wenn du jetzt allerdings mit Sozia fährst oder mit einem Spätzle hinten drauf, dann wird die ja normalerweise mega einsinken, deine Scheinwerfer zeigen nach oben, deine Fahrgeometrie verändert sich. Das ist bei dem Stoßdämpfer komplett anders, denn der hat eine Hoch- und eine Niederdruckkammer. Es wird dann das Öl aus der Niederdruckkammer in die Hochdruckkammer gepumpt, sobald sich da quasi jemand noch zusätzlich draufsetzt. Und dieser Druck, der in der Hochdruckkammer entsteht, fährt die Kolbenstange wieder aus. Somit hast du, du setzt dich drauf, deine Sozia, vielleicht ist sie ein bisschen schwerer, die Kleine, setzt sich mit drauf, der Karren federt ein, du fährst 300 Meter und innerhalb diesen 300 Metern nivelliert sich die wieder aus. Also, das ist brutal geil. Und das Coole ist, du musst nicht während der Fahrt den Soziusbetrieb irgendwie einstellen oder sonst irgendwas, sondern diese voreingestellte Höhe bleibt in dem Fall immer vorhanden. Ach, ich bin jetzt mal echt scheiße gespannt. Der Kerl hat jetzt eigentlich alles gemacht, damit das Bike fahrtechnisch am geilsten sein müsste. Der hat die Cruise-Tech von Metzler drauf. Die habe ich mir das erste Mal draufgezogen, weil er ein Loch im Reifen hatte, weil er eine Schraube reingefahren hat. Kann man jetzt gar nicht erkennen hier, gell? Nee, wegen diesen Longfendern. Ja. Sind aber tatsächlich, ich hatte ja diese, bei dem Fatbob-Video, habe ich ja die Avon S10 gelobt. Die Metzler sind meiner Meinung nach noch besser. Die sind auch noch ein Ticken leichter. Und die Cruise-Tech sollen in dem Fall jetzt absolut das State of the Art sein und wirklich das Beste im Moment. Ja, wir machen das jetzt so. Ich baue jetzt da die Koffer schnell dran. Und dann will ich wenigstens einmal ganz kurz hier... Ich nehme jetzt seinen Helm. So sieht es nämlich aus. Ich baue jetzt die Koffer drauf und dann fahre ich ganz kurz eine kleine Runde, weil ich es wissen will, wie geil es ist. So. Ist übrigens auch viel schöner gelöst jetzt hier mit diesen Schraubschnubbis. Bei der alten war das noch eine Katastrophe. So, auch das hier ist schöner gelöst. Geputzt, Kerze mal.
Aber ich glaube, das macht der Kunde selber, oder? Was sagst du? Du putzt es nicht. Doch, ich putze die schon. Ich kenne mich. Weil ich habe da heute echt rumgesaut. Wie blöd. Was ich alles wegbauen musste. Die ganze Fairing vorne musst du wegbauen. Kabel musst du ein bisschen zieren. Oisse. So. Aber man muss sagen, es sind schon auch coole Spezeln, die einem so einen scheiß teuren Lenker schenken, oder? Finde ich total geil. Mir hat noch nie ein Spezel einen Lenker geschenkt. Mir hier. Ich hab im Februar habe ich Geburtstag, gell? Du kannst mir mal einen Lenker schenken. Nein, du schenkst mir schon deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Oh. So. Geil. Ja, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt einfach. So. Schon geil mit so einem Elb. Jetzt ist das halt auch nur so warm. So. Uah, bin ich schon wieder am Schwitzen. Das darf ich meinem Kunden ja gar nicht zeigen. Wenn ich jetzt seinen Helm aufziehe, dann nehme ich lieber den schmutzigen Lump und putze mich vorher mal ab. Ist das dein Schweißtuch? Ja, deswegen ist es auch so gelb. So, Ello, das tut mir jetzt leid. Ich setze jetzt sein Helmchen auf. Geil. Ich glaube, ich habe den Frontfender falsch rum drauf gebaut. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Es ist brutal. Ist das geil. So, wir sehen uns hoffentlich gleich wieder oder auch nicht. Ist ja geil, warum brauchst du ein Radio beim Moped? Hörst du es ja eh nicht wirklich, oder? Was soll ich sagen? Das ist echt der Hammer. Also gut, ich weiß auch nicht, wie das Fahrverhalten jetzt vorher war. Aber für meinen Geschmack fährt sich die Scheiß geil. Also ich bin jetzt gerade echt begeistert. Vor allem dieses Niveau-Fahrwerk an der Hinterachse. Wenn du jetzt irgendwo von einem Bordstein runterfährst, wie ich es jetzt bei mir vor der Werkstatt machen muss, dann schwingt die sich normalerweise so auf. Das hat die gar nicht. Die bügelt das einmal so glatt und dann schwingt die, dann kommt die so ganz langsam, kommt die dann nach. Das ist echt scheiß geil. Also ich bin jetzt gerade mega happy. Erstens, weil der Auftrag halt schnell ging. Das ist halt, weil es ein cooler Auftrag war. Ich liebe es halt. Schwarze Bikes, eh klar. Wie gesagt, die wird jetzt noch ein bisschen geputzt. Außerdem, der Auftrag war einfach geil. Der Elbhänger ist mega. Es hat gut geflutscht. Die Kabellänge war in Ordnung. Gabelfedern vorne haben gepasst. Gabelöl hat gepasst. Das ist alles dicht, alles trocken. An der Hinterachse ging es sowieso sauschnell. Ich glaube, ich habe da 20 Minuten gebraucht. Es war oben die Schrauben runter, unten. Dann kippt die Achse, du kannst sie gleich reinstecken, voll geil. Schrauben festziehen, erst wenn sie am Boden steht. Mal ganz ehrlich, was willst du machen? Das war jetzt echt geil. Also, kurz erklärt zum LDC-Nivomat, wie es geht, welche Funktion das hat und dass es bei den CAN-Bus-Modellen die Kabel nicht zu verlängern braucht. Also, ich hoffe, hat es euch Spaß gemacht. Was zum Teufel? Ich hoffe, euch. So, wir machen das jetzt nochmal. Hendrik.
Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich fand es geil. Also sowohl der Auftrag als auch das Fahren gerade war ganz cool. Solltet ihr Fragen haben bezüglich dieses Fahrwerks von Wilbers oder irgendwelche anderen Fragen bezüglich Lenkerumbauten oder ähnliches, schreibt euch an. Gar kein Thema. Ich freue mich drauf. Meldet euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.